Wie lässt sich Bolive für die Auswahl geeigneter Gegenstände nutzen? In diesem Video erfahrt ihr, anhand welcher Kriterien ihr literarische Gegenstände auswählen könnt, die zu eurer Lerngruppe und euren Lernzielen passen. Bevor wir loslegen, eine kurze Unterbrechung. Wir haben alle Informationen, die in den drei Videos zur Unterrichtspraxis stecken, zur Unterrichtsplanung, zur Auswahl der Gegenstände und zur Diagnose und Förderung in einem Dokument gesammelt. Und zwar in unserem Toolkit Praxis, das ihr bei uns auf der Website www.bolive.de einfach herunterladen und für eure Diagnose und Förderung der Schülerinnen und Schüler die Unterrichtsplanung und die Auswahl von literarischen Gegenständen benutzen könnt. Und ich würde sagen, dann legen wir los. Legen wir los. Wenn ihr euch an unser Video zur Unterrichtsplanung zurückerinnert, wisst ihr noch, die Auswahl von literarischen Gegenständen ist sehr wichtig für die Planung des Unterrichts. Und dabei ist sie gleichzeitig eine hohe Kunst. Literatur soll als ästhetischer Gegenstand im Unterricht wahrgenommen werden. Er soll aber auch Leseförderung oder literarisches Verstehen ermöglichen und Kinder sollen nach Möglichkeit wahrnehmen, dass Literatur ein für sie relevantes Kulturgut ist. Als Erinnerung dazu auch nochmal, wir gehen hier ja von einem weiten Literatur- und Textbegriff aus. Das heißt, im Literaturunterricht gehört nicht nur alles, was zwischen zwei Buchdeckeln wohnt, sondern das können auch Hörmedien sein, wie Hörspiele oder Hörbücher, Filme oder Serien oder eben auch Computerspiele und geschichtenerzählende neue Medien. Wenn ihr euch das nochmal anschauen wollt, dann klickt auf jeden Fall auf unser Video zum Denkrahmen des Bolive-Modells. Aber wie wähle ich denn dann jetzt wirklich konkret den literarischen Gegenstand für meinen Unterricht aus? Wenn wir Literatur für unseren Unterricht auswählen, haben wir bei den Schritten der Unterrichtsplanung schon die ersten zwei gemacht und befinden uns auf Schritt 3. Schritt 1 war die Ziele auswählen, Schritt 2 ist die Lerngruppe anschauen und schauen, was können sie schon, was müssen sie noch lernen. Dann kommt, da sind wir jetzt, Gegenstände auswählen und anschließend Methoden festlegen. Als erstes schauen wir uns eine Handvoll softe Kriterien an. Fragen wie, passt das Werk zur Lebenswelt der Kinder? Ist der Umfang angemessen? Passt die Altersangemessenheit? Sind aber auch Normativitätskriterien angemessen berücksichtigt? Wir denken hier an sowas wie Gender, Inklusion, Rassismus. Da sind auch Werke, die als Klassiker gelten, nicht immer ganz unproblematisch. Was man nicht vergessen darf, gerade in den Sekundarstufen haben wir häufig Pflichtlektüren. Da ist es mit der Lebensweltbezug und vielleicht auch der Motivation nicht so weit her. Da ist es unser Job als Lehrkräfte natürlich, diese Bezüge herzustellen und den Kindern und den Jugendlichen zu zeigen, warum es sich lohnt, diese Werke zu lesen und welche Bedeutung sie gegebenenfalls doch für ihre Lebenswelt haben. Über jeden dieser Punkte könnten wir eine eigene Vorlesung halten, aber der Kern sind die harten Faktoren, zu denen wir jetzt kommen. Für die Auswahl unserer literarischen Gegenstände sind jedoch nicht nur die weichen Kriterien relevant, sondern wenn wir einen Fokus auf das literarische Verstehen legen, geht es als Hard Fact vor allem um die Passung zwischen literarischem Gegenstand, Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler und dem Lernziel, das wir erreichen wollen. Darum ist es auch so wichtig, die literarischen Gegenstände, die wir im Unterricht verwenden, genau auszuwählen. Denn nur so können wir eine Passung zu dem Fähigkeitsstand der Kinder und dem Lernziel, das wir verfolgen, auch gewährleisten. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass wir unsere literarischen Gegenstände genau analysieren. Denn ansonsten haben wir überhaupt kein Fundament, auf dem wir eine ausgewogene Entscheidung treffen könnten, ob denn ein literarischer Gegenstand für den Unterricht in dieser spezifischen Lerngruppe zum Erreichen dieses spezifischen Lernziels geeignet ist oder nicht. Es geht hier also nicht um eine Kanondebatte, was gute oder schlechte Literatur ist für den Unterricht. Es geht vielmehr für die Schulpraxis darum, einen pragmatischen Blick darauf zu werfen, was ist denn geeignete Literatur und was ist eher ungeeignete Literatur, um die Passung zwischen Gegenstand, Kindern und Lernzielen zu erreichen. Und welcher Gegenstand geeignet ist, das kommt auf die Perspektive an.
Machen wir es an einem Beispiel fest, wie literarische Gegenstände und unsere Lernziele miteinander zusammenhängen. Nehmen wir für die Sekundarstufe Ulysses von James Joyce und wir sind uns sicher, dass wir uns alle einig sind, dass das ein Meisterwerk der Literaturgeschichte ist. Es geht ja aber nicht darum, ob ein Buch ein Meisterwerk in der Literaturgeschichte ist für den Unterricht, sondern passt es zu meinen Lernzielen. Wenn mein Lernziel ist, die Erzählinstanz und die erzählerischen Mittel auf einem sehr hohen Niveau mit meinen Schülerinnen und Schülern zu thematisieren, ist Ulysses hervorragend geeignet. Ist unser Lernziel allerdings, eine erste Figurenanalyse anzuregen, verhindert die Erzählstruktur des Werkes einen niedrigschwelligen Erstzugang, sodass Ulysses an der Stelle überhaupt nicht geeignet wäre, um dieses Lernziel zu erreichen. Das Ganze gilt aber natürlich nicht nur für die Sekundarstufe, sondern hat auch schon in der Primarstufe eine Relevanz. Nehmen wir dazu das Urmel, einen zeitlosen Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur. Das Urmel zeichnet sich durch vielfältige Figurenbeschreibungen aus, die besonders geeignet sind, um die Figuren sehr klar voneinander zu differenzieren und identifizieren zu können. Wenn mein Lernziel die Figurenidentifikation ist, ist das Urmel daher sehr gut geeignet. Die Figurenanalyse fällt jedoch schwer, da die Figuren eher prototypischen Oberflächen gleichen, die nur mit wenigen Beschreibungen versehen sind. Der Seeelefant ist beispielsweise einsam und singt gerne, aber das war's dann auch schon, was wir über diese Figur erfahren. Das heißt, hier wäre das Urmel eher ungeeignet, wenn es um die Figurenanalyse geht. Es reicht aber nicht, nur die Verbindung zwischen literarischem Gegenstand und den Lernzielen zu betrachten. Genauso ist es wichtig, die Passung zur Lerngruppe mit zu reflektieren. Und auch hierfür ist das Urmel ein ganz hervorragendes Beispiel. Nehmen wir die Sprachfehler, durch die sich die Figuren im Urmel auszeichnen. Für monolingual aufwachsende Kinder mit Deutsch als Muttersprache sind die Sprachfehler ein witziges und humoristisches Figurenmerkmal. Für Kinder mit einem DAF- oder DATS-Hintergrund, die also vielleicht gerade erst am Anfang ihres Spracherwerbsprozesses stehen, sind diese Sprachfehler sehr herausforderungsreich, wenn es um die Analyse dieses Werkes geht. Das heißt, für diese Kinder wäre das Urmel an der Stelle auch überhaupt nicht geeignet. Dazu ist es natürlich auch so, dass Kinder an unterschiedlichen Stufen ihres Verstehensprozesses ihre Fähigkeiten unterschiedlich anbringen können. Ein Gegenstand, der für eine zweite Klasse besonders geeignet wäre, würde eine neunte definitiv unterfordern und wäre zu leicht. Daher ist es wichtig, die Diagnose und die Lernstände der Schülerinnen und Schüler vor die Gegenstandsauswahl zu stellen. Aber wie erkenne ich denn nun, ob ein Gegenstand geeignet ist oder nicht? Was ihr jetzt gleich sehen werdet, haben wir dem Toolkit Praxis entnommen, das wir auf unserer Homepage www.bolive.de für euch bereitgestellt haben. In diesem Toolkit sind alle Informationen zur praktischen Anwendung von Bolive in der Schule gesammelt und ihr könnt es euch da herunterladen und, wenn ihr wollt, mitlesen. Dieser Bogen zur Gegenstandsauswahl verbindet drei Elemente, die elementar sind, wenn wir geeignet Gegenstände auswählen sollen. Er verbindet nämlich einerseits eine literaturwissenschaftliche Analyse des Gegenstands, die Ziele, die unser Unterricht verfolgt, und die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die unsere Lerngruppe mitbringt, und schaut, wie die zusammenhängen und ob sie zusammenpassen. Um euch zu zeigen, wie das Toolkit zur Gegenstandsauswahl funktioniert, nehmen wir uns zwei Bereiche exemplarisch vor und das auch nur in Teilen. Wir exerzieren es jetzt nicht in allen Details durch. Wir fangen an mit den Figuren, später schauen wir auf die Sinndeutung. Bei den Figuren stellen wir uns etwa folgende Fragen. Wie viele Figuren kommen in der Geschichte vor? Wie sind diese Figuren gestaltet? Oder welche Konstellationen treten auf? All diese Punkte sind keine Gut- und Schlecht-Fragen, sondern wir können immer schauen, passen sie zu den Lernzielen, die wir adressieren, und passt es in der Komplexität, in der es vorliegt, zu der Lerngruppe, mit der wir gerade dieses Buch einsetzen wollen. Nehmen wir zum Beispiel die Anzahl der Figuren. Ein Buch ist ja nicht gut oder schlecht, nur weil es viele oder wenige Figuren hat. Für eine spezifische Lerngruppe kann es aber sehr hilfreich sein, dass wir vielleicht noch nicht das große Füllhorn an Figuren haben. Denken wir an Kinder, die gerade erst anfangen, sich mit Literatur zu beschäftigen.
Und auch die Frage, ob diese Figuren tendenziell flach oder rund gezeichnet sind, ob sie sich entwickeln oder nicht, können Qualitätsfragen sein. Für uns interessant ist nur, braucht unsere Lerngruppe diese Aspekte gerade für ihren Lernprozess? Und wenn beispielsweise unser Lernprozess ganz woanders liegt, nämlich gar nicht bei den Figuren, zum Beispiel im Bereich des Metaphernverstehens, kann es sehr hilfreich sein, dass wir nicht so viele kognitive Ressourcen darauf aufwenden müssen, uns mit den Figuren zu beschäftigen. Da kann ein überschaubares Figurenpersonal helfen, da können einfach gezeichnete Figuren helfen. Wenn unser Lernziel ein anderes ist, zum Beispiel bei der Figurenanalyse, müssen wir aber schon darauf achten, dass das Werk uns so viel Futter gibt, dass unsere Kinder oder unsere Jugendlichen ihre Fähigkeiten so anwenden können, dass sie ja auch was für die Ziele zu holen ist. Ganz ähnlich, aber vielleicht doch ein bisschen anders, liegt es im Bereich der Sinndeutung. Auch hier kommt es wieder sehr auf die Lerngruppe und unsere Lernziele an, ob ein Werk hier geeignet ist für unsere Lerngruppe. Wir fokussieren in unseren Fragen drei Bereichen. Einerseits den Lebensweltbezug. Ist er offenkundig oder ist er schwer herzuleiten? Die Deutungshorizonte. Sind sie vielfältig? Sind sie vielleicht sehr fokussiert oder eher randständig bis gar nicht vorhanden? Und die Zugänglichkeit. Wie leicht ist es, diese Sinnangebote zu erschließen? Ist es eher komplex oder einfach? Da muss man dann im Einzelfall gucken. Denn schauen wir auch hier wieder mal das Spektrum der Kinder an, mit denen wir es zu tun haben. Wenn wir Kinder haben, die gerade erst anfangen, sich mit Literatur zu befassen, hilft es nicht, wenn es sehr lebensweltferne Themen sind, deren Zugänglichkeit erst durch eine regelrechte Exegese erschlossen werden muss. Das würde überfordern, das würde den Kindern nicht sehr helfen. Hier hilft eher etwas Fokussiertes. Die von euch, die über den Begriff der Beschränktheit von Deutungsangeboten stolpern, denen sei gesagt, hier denken wir an sowas wie diese klassischen Erstlesetexte für die erste und zweite Klasse, wo Peter und Ida in einem Schloss sind und am Ende kommen die Eltern und holen sie ab. Da ist an Deutungsangeboten oder Sinndeutungsangeboten nicht viel zu holen. Im Abitur könnten wir den Kindern, den Jugendlichen, schon weit mehr zumuten. Hier darf das Ganze auch deutlich abstrakter sein, weil sie haben schon literarische Fähigkeiten ausgeprägt, die so stark sind, dass sie vielleicht hier besonders gefordert sind. Das waren jetzt zwei Aspekte von den vielen, die wir haben, unter denen wir dann unsere Werke anschauen können. Wenn es euch interessiert, klickt gerne rein. Ich denke, es macht die Auswahl von Gegenständen leichter. Wenn ihr euch jetzt reingeklickt habt, wie arbeitet ihr mit dem Analysebogen? Ihr erinnert euch an die 4 Schritte zur Unterrichtsplanung, die Jan euch zu Beginn des Videos auch nochmal in Erinnerung gerufen hat. Mit den Gegenständen arbeitet ihr, wenn ihr schon die Ziele eures Unterrichts festgelegt habt und über die Lernstände eurer Kinder und Jugendlichen Bescheid wisst. Vor diesem Hintergrund nehmt ihr euch dann einen Gegenstand, mit dem ihr euch vorstellen könnt zu arbeiten und geht die einzelnen Kriterien des Analysebogens Stück für Stück für Stück ganz in Ruhe durch. Bei jedem Kriterium stellt ihr euch die Frage, passt das Ganze denn zu meinem Lernziel oder aber wie schwierig ist diese Gestaltungsstruktur für meine Kinder? Dabei ist es wichtig, dass ihr alle Kriterien wirklich sorgsam nacheinander durchgeht. Weil selbst wenn euer Fokus auf dem Figurenverstehen liegt und sich dieser Gegenstand dafür hervorragend eignet, kann eine sehr komplexe Handlungsstruktur dazu führen, dass Kinder während der Lektüre dieses Werkes den Figuren gar nicht mehr folgen können und dass sich ein Werk, obwohl es von der Figurenbeschreibung perfekt geeignet wäre, aufgrund der Handlungsstruktur dann doch nicht im Unterricht eingesetzt wird. Nachdem ihr alle Kriterien durchgegangen seid, habt ihr dann einen guten Überblick, ob der Gegenstand zu eurer Lerngruppe und euren Lernzielen passt und ob ihr diesen Gegenstand dann auch wirklich im Unterricht einsetzen könnt. Mit dem, was ihr in diesem Video erfahren habt, könnt ihr nun vor dem Hintergrund eurer Lernziele und eurer Lerngruppe passende Gegenstände auswählen. Und wenn ihr noch mehr über die Diagnose und Förderung von Schülerinnen und Schülern oder auch die Unterrichtsplanung erfahren wollt, dann klickt euch rein in unsere Schulpraxis-Videos.